Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Frostprank. Mein Name ist Marc Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem Gameplay. So, die nächste verlängerte Schicht. Lange Stunden der Arbeit. Sir, unsere Einwohner sind erschöpft. Einige von ihnen arbeiten schon tagelang in verlängerten Schichten. Ihre Mühen fordern ihre Tribut und sie werden unruhig. Sie haben eine Pause verdient. Sie können streiken, wenn du sie ignorierst. Gute Idee. Frage überall reguläre Schichten aufzustellen. Darum kümmere ich mich später. Sorry, aber das geht jetzt nicht. Das ist, wie es ist. It is what it is. Und hier würde ich gerne auch noch mal hinein haben. Gut, dass wir das bei dem Metall... Sorry, liebe Leute. Dass wir das da eingefügt haben, weil... Ich hätte es mir nicht woanders vorstellen können. So. Alles weiter. Wir brauchen viel mehr. Wir haben genug Mitarbeiter da, wo wir da reinstecken können. Okay. Was können wir denn noch forschen? Nichts, was mich jetzt wirklich pusht, außer den Generator erstmal zu bauen. Gleich können wir die ein bisschen wieder motivieren. Hab ich gesagt, dass der an sein soll, ne? Oder habe ich da irgendwelche angemacht? Den auch nicht. Doch, die Heizung und so, die habe ich angemacht, ja. Was soll ich denn forschen? Ich will noch gar nichts forschen. Wir haben Dampfkern. Wir haben doch einen Dampfkern jetzt. Jetzt habe ich nicht genügend Stahl. Weil das sind die wichtigsten. Kohle und Dings. Ach, wenn die Kirchenglocke läuten, dann können wir wieder einen Dienst veranstalten. Ja, nicht 24 Stunden, sondern 18 bis Dings. Ist ja kein Mensch da. Der Rest ist ja warm hier drinnen. Besseres Essen. Haben wir denen versprochen. Sonst rasten die bald aus da. Habe ich denen versprochen. Also da einmal, da. Wo ist das nächste Gasthaus? Da einmal. Und das nächste wäre hier. Da einmal. Ja. Wir haben denen besseres Essen versprochen. Da kommt's. Auch nichts mehr zu erforschen da, ne? Bis auf die eine Stelle haben wir nichts mehr da. Jetzt warten wir erstmal ab und gucken,
wie sich das hier verhält mit dem Stahl. Hier habe ich ja die Heizkörper eigentlich. Die Heizkörper sind nicht an. Sträflinge kannst du, aber ich brauche keine Sträflinge. Aua. Ei, ei, ei. Weil wir warten gerade ab noch hier. Ich ihn jetzt einschalten würde. Würde das bis da oben hingehen. Das heißt, wenn ich hier noch mal ein Häuschen dahin packe, warte mal, wo Einwohner, ein Haus hier hin, aber es reicht leider nicht. Das reicht leider nicht, nein. Ja, dann müsst ihr euch mal zu Hause ein bisschen kuschelig machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir denn jetzt hier. Ah, siehst du, Aufseher. Es ging ja nur darum, dass wir hier Aufseher haben an dieser Baustelle. Und da, eigentlich wäre noch hier ein Aufseherturm. Eventuell hier noch. Aber wir lassen uns mal überraschen und gucken, ob die Arbeiter das schaffen, die ganze Geschichte hier mal voranzutreiben jetzt endlich. Das sollte eigentlich keine große Sache sein mit diesem Stahl, mit der Stahlgeschichte hier. Ja, nur noch 10. Ah, das war, weil wir. Ah, ich verstehe, das Abtragen funktioniert dann noch schneller. Okay, also werden diese Stellen nicht mehr gebraucht. Sehe ich das richtig? Diese Arbeiter sind jetzt endgültig entlassen. Was können wir denn für Gesetze denn noch geben? Überfüllung unterzeichnen. Das Kapitel medizinische Einrichtungen verdoppelt sich. Die Nutzung der zusätzlichen Kapazität wird unzufrieden. Wir können Krankenzusatzrationen geben, um ihre Genesung zu unterstützen. Neufigkeitsrotation medizinische Einrichtung ausgeben, um Genesung zu beschleunigen. Das ist mal ein Gesetz hier. Eine humane Geste, aber das ist vernünftig. Kann ich auch mehr zu essen haben? Ich bin schon ganz blass. Blass. Du und blass, mein Freund. Ganz sicher nicht. Oh Mann, ob wir das schaffen diesmal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen alles daran setzen, diese Platten zu bekommen. Was brauchen wir denn für den Generator nochmal hier? 25 Dämpf. 25. Die Platten haben wir schon. Wir brauchen jetzt 25. Den müssen wir im Auge behalten.
können gar nicht viel mehr produzieren als das, was wir. Hier zum Beispiel. Ein paar Hafen. Ladestationen. Wir haben genug Hände, wir brauchen nicht. Effizient genug. Könnten die zum Beispiel deinen Stahl 300 verloren? Nee. Zu viele Kontrollen. Eine Gruppe Arbeiter beschwert sich über die ständige Überwachung. Ich gebe wirklich mein Bestes, Boss. Ehrenwort, sagt ein erfahrener Mechaniker. Aber mit all den Aufsehen, die mir über die Schulter schauen, fühle ich mich wie ein Verbrecher. Zeig uns, dass du uns vertraust. Du solltest zumindest einen Sicherheitsaußenposten abbauen. Du hast 2 Tage, einen Sicherheitsaußenposten abzubauen. Das kann ich mir nicht leisten. Zurück an die Arbeit. Holzlager ist voll. Okay, den bauen wir da hin. Ein Dampfkern ist gekommen. 6 Mitarbeiter. Okay. Neun in der Stunde und der produziert 5,8, das Doppelte. Und wenn ich den jetzt abbaue, Katastrophe. Da ist nochmal wieder was. Letzte Bestellung. Sir, die Versorgung durch Frachtschiffe wird bald abgeschnitten sein. Das ist unsere letzte Möglichkeit, mit Hilfe der Telegraphstation Ressourcen zu bestellen. Anschließend bleibt nicht mehr genügend Zeit für eine Lieferung, bevor die Temperatur sinken. Auftrag erteilen. Ein Dampfkern und Ingenieure, das war's. Dann habe ich 3 Dampfkerne. Was ist denn jetzt? Die Arbeit ist noch immer eingestellt. Sir, du hast uns noch immer nicht um die Profil-Manufaktur-Streik gekümmert. Die Arbeiter werden den Streik so lange fortsetzen, bis du ihre Forderungen gefüllt oder sie auf andere Weise davon überzeugen kannst, wieder an die Arbeit zu gehen. Die anderen Angestellten halten die ganze Situation für ein Zeichen deiner Unentschlossenheit. Deshalb sinkt ihre Effizienz. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was habt ihr denn? Der Streik, die Arbeiter sind wütend. Okay, ich entlasse ein paar Aufseher. Abzubauen. Biete ihnen den Rest des Tages freizunehmen. Also, ihr könnt frei nehmen, wenn ihr wollt.
Bald haben wir es geschafft, die nächste Schichten. Ich fand das Metall vorher schneller ging wie jetzt. Weil eine produziert in einer Schicht als Beispiel. So, bald ist es fertig. Das war's. Der Käse ist gegessen, Habibi. Es gibt keinen Entkommen mehr. Wer jetzt nicht vorgesorgt hat, ist vorbei. Also. Wir müssen für besseres Essen sorgen. Sonst sinkt gleich hier die Motivation wieder, ist gleich wieder im Keller. Also 5 Arbeiter hier. 5 Mitarbeiter hier. Brauchen wir auch die Ingenieure. So. 5 Mitarbeiter hier. Aber wenn ich doch hier ein Speisehaus habe, habe ich doch auch immer hier eins gehabt. Wo ist es denn hin? Da. 5 Mitarbeiter hier. Ja, das war's eigentlich. Wir haben überall 5 Mitarbeiter. Und hier. Entweder schaffen wir es, diese Rationen herzustellen oder nicht. Wir werden sehen. Die Kälte kommt. Können wir noch irgendwo die Technologie, den Dampf? Dings herstellen. Ah. So, was aber auch, ja, es wird echt kühl. Hier. Hier in die Mitte musst du eins hinstellen. Hier ist eins. Warte mal, hier ist doch eins. Hier. Dann wäre der nächste Punkt hier. Sonst frieren die dir weg, du Arme. Und dann hast du erst ein richtiges Problem. Zum Beispiel auch. Stahl ist uns ausgegangen. Ja, das ist mir klar, dass es ausgegangen ist. Wir haben ja nicht mehr viel. Wir haben nur noch 50. 2x 25. 2x 25. Dem Verletzten geht schon viel besser. Pflegeheim. So, die Schwerkranken und Amputierten werden in speziellen Heimen zu niedrigen Kosten gepflegt.
Neue Gebäude, Pflegeheim. Die Schwerkranken werden im Pflegeheim am Leben gehalten und belasten nicht mehr die Satelliten. Die Bewohner von Pflegeheim essen nur die Hälfte. Die Motivation steigt leicht. Ja, natürlich machen wir das doch. New Law. Pflegeheim. 5 Stahl. 5 Stahl. Machen wir schnell. 5 Stahl. Genau. So. Die Gesetze sind da, sind gemacht. Wir sind echt gut dabei. Ich kann mich nicht beschweren, du Oma. Kann mich beim besten Willen nicht beschweren. Ich wüsste auch nicht warum. Habt ihr was gemerkt? Wir haben überall Öfen hingestellt. Außer hier oben in diesem Bereich nicht. Aber das kommt noch. Erst bauen wir mal diese ganzen unnötigen Wege hier ab, die wir hier hingebaut haben. Einfach hier. Nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Eigentlich nur hier, so. Ne? So. War auch überflüssig, auch überflüssig. Überflüssig, so. Sehr gut. Zwei Tage bis zur Fertigstellung. Wir müssen am Tag 45 alles fertiggestellt haben. Also. Oh, minus 30. Wir müssen reagieren jetzt. Jetzt wird's kalt. Kühl. Okay. Jetzt müssen wir das irgendwie so regulieren. Jetzt ist die Frage, lassen wir die 24 Stunden an? Oder Verspreche gehalten, Pflegeheim. Die Motivation steigt. So. Lass mich mal gerade gucken. Motivation sinkt. Was? Versprechen den Einwohnern ausreichend. Herzhafte Mahlzeiten. Ich war doch dabei, die herzhaften Mahlzeiten. Jetzt gibt es keine. Jetzt gibt es echt recht keine mehr. Die haben es leider nicht geschafft, die herzhaften Mahlzeiten herzustellen. Von daher gibt es jetzt auch keine mehr. Das sind ganz normale Mahlzeiten. So. Zurück zur Karte. So. Also, eventuell den noch einschalten und noch den einschalten. Müssen einfach die bisschen die Häuser beheizen hier.
So, was aber auch da. Naja, dann schaltest du jetzt hier mal ein und es ist halt kühl. Was soll man machen? Und hier kannst du direkt eins hinbauen. Okay. Leichen in der Leichenhalle, ich verstehe. Leichen in der Leichenhalle. Leiche vorbereiten für den Transport. Tschüss damit. Weg damit. So. Wir brauchen noch mehr, komm. Schafft ihr doch wohl noch, oder? Hier parallel wird hergestellt. Parallel dazu. 20 Stahl, 40 Kohle. Ich versuche das immer ein bisschen auch hier ein bisschen im Auge zu behalten. Nicht, dass das denen zu kalt wird. Vor allem hier. Wenn es zu kalt wird, haben wir ein großes Problem. Die Leute werden krank. Und das darf nicht passieren. Sehr gut, das war unsere letzte Lieferung. Es gibt danach keine mehr. So, jetzt haben wir hier wie viel? 200. 300. Okay. Ob wir das schaffen, ist fraglich. Oh Mann, das wird spannend. Das wird eine spannende Nummer. So, liebe Leute, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.